fremde, unbekannte im Meer, das mich faszinierte. Heute sehe ich die Unterwasserwelt anders, als Ausgangspunkt der menschlichen Evolution. Die Haie, die mich immer besonders faszinierten, lehren uns die Entwicklungsgeschichte unseres menschlichen Körpers. Und die Korallenpolypen zeigen uns noch heute, wie unsere allerfernsten Urvorfahren ausgesehen haben. Klappt das nur mit dem Anlocken von Haifischen? Nein, noch nicht. Wir wissen nicht, auf welche Schwingungen die Haie reagieren. So machen wir mit verschiedenen Frequenzen Versuche. Sehen Sie, meine Vermutung ist richtig. Da ist schon ein Hai. Ja, und kleiner. Immerhin, eine ist gefallen. Wir werden natürlich noch viele Versuche machen müssen, ehe wir sicher sein können. Tja, die Schwingungen scheinen Sie jedenfalls anzulocken. Schreiben Sie doch bitte auf, Dr. Heibel. Versuch 1. Haifisch kommt. Scheint auf Frequenzen zu reagieren. Haben Sie gesehen, wie schnell der da war? Das klappt wie am Schnürchen. Ja, vielleicht, das stimmt wirklich. Mehr erstaunt wäre jedoch der Gast aus dem Weltenraum bei der Betrachtung eines Stierkampfes, hier etwa in Mexiko. Bei diesem Anblick würde er sich bestimmt fragen, warum schauen hier so viele Menschen dabei zu, wie ein Mensch von einem Tier bedroht wird? Ein wesentlicher Teil unseres menschlichen Strebens zielt darauf hin, uns Abwechslung und Vergnügungen zu schaffen. Auch mit diesem Thema werden wir uns beschäftigen. Wie und auf welche Weise verschafft sich der Mensch Genuss? Wie verhält sich der Mensch? Dieser Frage wollen wir nachgehen.
Wie verhält sich dieses merkwürdigste aller Lebewesen? Wie verhält sich dieses Wesen in einem Schwimmbad? Und wie verhält sich dieses Wesen in einem Ballsaal? Welche Teile unseres Verhaltens sind uns angeboren und welche Teile sind erworben? Was hat der Mensch mit dem Tier gemeinsam und was unterscheidet ihn? Erkenne dich selbst. Diesem Mahnwort wollen wir bei unserer Analyse menschlichen Verhaltens folgen. Erkenne dich selbst. Unter allen Aufgaben, die der Mensch sich je gestellt hat, ist vielleicht keine schwieriger als diese. Die Rekonstruktion der Frauenkirche ist eine punktuelle Aufgabe, die punktuell gelöst werden kann. Ihr Aufbau bleibt ohne Auswirkungen auf die Entwicklung der Stadt. Trotzdem wird die Frauenkirche gern als Symbol für einen funktionierenden Wiederaufbau vorgezeigt. Dabei sind die wirklichen Probleme komplexer Art und haben direkte Konsequenzen für den Menschen. Umso fataler ist es, dass auch dabei punktuell entschieden wird. Es setzen sich Einzelinteressen durch, mit zerstörendem Einfluss auf die Gesamtstruktur der Stadt. Politik und Planung müssen diese Einzelinteressen einem Konzept unterwerfen, um Konflikte abzuschwächen, um eine geordnete Entwicklung zu ermöglichen.